Wahrscheinlich wird einfach alles größer. Und wir haben eine Stunde geschlafen, danke. Da hat gedacht, da ist was. Das ist halt fies, wenn man Geräusche hört, die nicht da sind. Ich dachte, jemand steht hinter mir. Eine schöne Wolke. Eine schön gemalte Wolke. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Okay. Ja, das war schon der Satz allein war schon kopfig. Habe ich nicht ganz verstanden. Was bauen wir denn hier Schönes? Eine Uhr. Oh, vielleicht soll ich mich so dran stellen. Oder? Nee, ist keine Uhr. Keine Ahnung, ein Timer. Kann auch eine Bombe sein. Ich sollte mal eigentlich den Monitor da alleine und verlassen lassen, wo ist denn der Turm hin? Fernseher. Würfel. Sind Äpfel auf. Wundere mich, die Löcher sind irgendwie komisch in dem Würfel. Wieder kann ich das Trinken nicht nehmen. Das ist privat. Brauche ich wieder? Ach, da. Ein halber Würfel. Hier was Schönes? Nö. Was ist hinter der Wand? Oh, ist was hinter der Wand? Ich kann nicht hinter die Wand. Da ist eine Treppe. Ein Wasserspender hinter der Wand. Hat schon ein bisschen was von Portal mit den hinter den Sachen sind Sachen. Ah, ich glaube, das ist groß genug. Halt, ich muss weiter weggehen. Ich finde es lustig, wie alles aufzählt, das komisch ist, obwohl das Spiel dafür ist. Nein, ja. Oh, noch geschafft. Ein Loch. Oder ich nur die Würfel haben, kann ich in das Loch. Ein Licht. Ich will auch gucken, was in dem Loch ist. In dem Loch ist sehr viel Loch. Lassen wir das mal hier stehen. Professional tip: The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Gibt's hier mehrere Wege? Subject yourself to explosive mental overload. Oder geht's hier nicht weiter? Nee, komme ich hier eh nicht mehr hoch. Was ist da hinten? Gibt's mehrere Wege? Wahrscheinlich? Vielleicht? Eventuell? Nicht weiter, aber ich noch. Ah, okay, sollte ich hin. Das war so geplant, okay. Aber dann hätte ich den Feuerlöcher nicht, den Feueralarm nicht gefunden, wenn ich nicht zurückgegangen wäre. Okay. Ja, Licht mit. Vielleicht brauche ich das ja. Könnte ja sein, dass es dunkel wird. Ah, das darf ich nicht mitnehmen. Stimmt, da war was. Nichts darf ich mitnehmen, ist furchtbar. Wasser. Kann ich trinken? Nö.
Eine komische Lichtkante hier. Oh lol. Wir haben was getrunken. Hat aber gereicht. Eigentlich den. Ich hätte jetzt gewettet, ich könnte den da. Figürchen. Einfach mit abziehen. Von dem Würfel. Was ist das eigentlich für eine Kante? Das sieht aus, als könnte man da was kaputt machen. Hier, da ist so eine gelbe Kante dran. Das ist aber nur hier dran. Wo ist da eine Kante? Wird das einfach nur fehlerhaft texturiert? Das kann auch sein. Bei so komischen Formen passiert das mal. Sehr viele Notizen sehen sehr wichtig aus. Ich habe keine Ahnung. Ah! Das ist auch wieder so ein. Okay. Wenn ich noch irgendwelche Dinge rausziehe, das hier. Weiter geht's nicht raus. Kann ich das hochziehen, wenn ich draufstehe? Nee. Oder ist was? Ich kann da nicht hochhüpfen. Kann ich hier noch irgendwas ausziehen? Dann halt nicht. Okay, ich guck nicht weiterkommen. Riech hier vielleicht irgendwas? Das aber nicht sicher. Here for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Sehr beruhigend alles. Voll entspannt. Klingt auch einfach alles gar nicht wirklich gefährlich. Nein, nicht Baugenehmigung, aber die darfst du so nicht fahren. Das ist eine Sicherheitsverletzung. Ich glaube, das dürftest du auch in Amerika nicht machen. Es gibt aber bestimmt Leute, die es trotzdem machen. Ameisen. Guck jetzt! Sie quiekt! Okay, wieso ist die Gummiente schwerer als alles andere? Auch eine noch größere Gummiente. Bonk, bonk. Wie groß kriege ich die Ente? Ich glaube, rein perspektivisch kriegen wir die nicht größer wie jetzt. Nicht Chonk. Das war eine Niete.
Das auch. Oh, hallo. Brauche ich mal eine Rampe? Funktioniert auch. Ich habe den Feuerlöscher vergessen. Ominöse gelbe Blob im Hintergrund. Oh, ich kriege mal einen echten Würfel. Okay, auch nicht. Ich habe nichts gesagt. Nimm ein Stück mit. Türmchen bauen, guck mal, kann ich auch. Die sicherste Treppe überhaupt. Das fällt wieder außer. Ich habe Faschel gefunden. Oh, da hinten habe ich auch schon wieder ein Feuer. Die sind immer hinter der Tür. Das geht ja gar nicht. Kann ich auch benutzen. Oh, nu? Ist gar nicht so tief. Kriege voll damit in dem Spiel. Ich weiß nicht, mir probiere es gleich aus. Kann ich was anderes werfen? Ich will noch was runterwerfen ins Loch. Okay, schmeiße ich mich runter. Und wir warten im Bett auf? Nicht ganz. Okay, da geht es dann anscheinend weiter. Brauchen wir irgendwie einen Gegenstand. Ich will wieder keinen Ton. Ich finde das nicht gut, wenn sie mir den Ton klauen. Ich finde das furchtbar. Dann höre ich das Rauschen die ganze Zeit. Ja, aber was ist jetzt hiermit? Jonas Dawson, Arthur Wills, Jojo Smith, Bart Langon, Tester, Sofa, witzige Tester, Team Layers of the Mind. Wir sind hier im dritten Layer von 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, wird 8 Level geben. Aber ich will hier hoch. Ach, das ist der Anfang, oder? Kann das sein, dass es der Anfang? Nee. Weil da war auch eine Tür mit Kissen. Eine Bank mit Tür und Kissen. Ach, keine Ahnung. Ich finde es wird, dass wir uns keine... Hier sind überall Spiegel und so weiter, aber wir haben keine Spiegelung. Auch viele Gegenstände haben keine Spiegelung. Das ist das... Habe ich Spiegelung in meinen Träumen? Doch, eigentlich schon. Ich habe keine Zeit in meinen Traum. Ist vielleicht für jeden anders. Kann das sein? Fünf Uhr. Bin immer noch nicht durch. Oh, yay, weiter ans Testen. Ist doch schön, dass sie die eingefärbt haben. Das ist aber eigentlich gar nicht erlaubt. Auf jeden Fall in Deutschland müssen die alle rot sein. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Eigentlich ist gerade gar nicht. Feel like everything is going wrong, even when the sun is shining. Digga, die Sonne scheint gerade nicht. Hast du das mal angeguckt? Ich weiß nicht, ob er mir gerade irgendwie depressiv einreden will. Aber mir geht's gerade nicht besonders schlecht. Vielleicht ändere ich meine Meinung gleich. Wait, seit wann ist das ein Horrorspiel? Sind ja meine Feuerlöscher gar nicht. Doch, gerade so. Eben mal ein kurz Horrorspiel geworden, anstatt Puzzlespiel. Das sehen wir uns, was könnte man da durch? Ich hätte gerne wieder irgendwie Ton oder so.
Flacker, 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 flacker. Ich nehme es zurück, mir geht's doch nicht mehr gut. Ich bin gerade etwas angespannt. Der komplette Mutwechsel war jetzt irgendwie abrupt, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, lol. Das ist was ganz anderes, wie ich gedacht habe. Oh, kriege ich eine Propanflasche. Ah, da hinten geht's weiter. Da geht's nicht rein. Nee, ich denke, da sollte ich nicht reingehen. Ich denke, ich sollte da nicht reingehen. Das ist auch alles nur Ketchup, ist nicht so schlimm. Wir haben uns am Essen gespielt. Ah, da ist Licht. Das kann ich natürlich nicht nehmen. Kriege ich irgendwie ein bisschen mehr Licht wie diese Funzel? Ich kann das nicht nehmen, nee. Das ist spooky geworden. That escalated quickly. Murder, 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 murder. Beans. Okay, immerhin sonntags gibt's Bohnen. Okay. Was zum Henker haben wir hier nicht richtig verarbeitet, dass unser nächster Traum eben so aussieht? Das muss schon ein tiefsitzendes Trauma sein, nehme ich mal an. Ich hätte jetzt irgendwie... Hier ist Licht. Damit kann ich nichts tun. Die Tür ist auch zu. Entspannung ist ja komplett entspannt. Der komplette Wechsel von dem Wirren, eigentlich aber doch noch recht entspannten in das hier, war jetzt auch ein bisschen hart, finde ich. Okay, hier geht's weiter. Pflanzen sind schön. Die Tür ist irgendwie ein bisschen komisch. Pflanzen sind nett, Pflanzen mag ich. Pflanzen tun einem meistens nicht weh. Man sollte nicht unbedingt jede Pflanze essen. So ein Fingerhut ist nicht besonders gut verdaulich. Man für sich, wenn man Pflanzen in Ruhe lässt, machen sie einem nichts. Pflanzen sind friedlich. Diät Fanta, wer trinkt die? Das ist auch das, so das Widerlichste überhaupt, so. Dieses Diät Fanta-Zeug, so die Diät Limo-Zeugs. Das ist irgendwie so das Widerlichste, was es gibt. Es gibt auch Diät Eistee. Ich habe ja bald gekotzt, wie ich das getrunken habe. Das schmeckt alles so komplett komisch. Am Ende ist alles gleich, Jungs, und ob Diät oder nicht. Ich will da nicht rein. Kann ich irgendwie am Rande vorbei? Nö. Jetzt haben wir das Loch erst gesehen. Ah. Das ist alles nicht sonderlich stabil. Ja, und dann verließen sie ihn. Muss ich da in das Loch? Ich nehme an, ich muss in das Loch. Mal rückwärts in das Loch. Nee, muss ich nicht in das Loch. Okay. Aber ich sterbe schon mal nicht. Hier geht's. Ich muss da weiter. Kann ich ja vielleicht einfach rüberspringen? Das sieht so weit aus. Kann ich aber trotzdem einfach. Springen war auch nicht die Lösung. Noch einen anderen? Guck mal, hier gibt es noch einen anderen Weg. Ah, guck mal, jetzt kriege ich auch Licht. Dankeschön. Wer auch immer das Licht angemacht hat, danke. Ich weiß nicht, was wir hier verarbeiten wollen. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Also die Sachen, die wir über das Radio als Info kriegen, passt immer weniger zu dem, was wir gerade sehen. Ich habe jetzt weniger Selbstzweifel im Bild, nachdem ich das hier sehe. Ich habe eher WTF, wir haben entweder was scheiß Gefährliches erlebt. Wir haben was richtig Böses selber gemacht.
Aber nicht mir zwei Hüllern und selbst. Das Gefühl habe ich gerade nicht so wirklich. Ich habe mehr Angst oder erschrocken. Doch, Angst passt eigentlich ganz gut. Nicht Selbstzweifel. Das sieht mir nicht nach Zweifel aus. Das sieht mir nach entweder, dass es was Schlimmes passiert oder wir haben Schlimmes getan. Ich weiß nicht. Oh, da ist jemand. Hallo. Das ist eine Figur. Den kann ich nicht nehmen. Nö. Jemand nehmen? Nö. Ich habe mal einfach nur die E-Fanta nicht vertrage, die E-Limo. Ein bisschen Gift, warum auch nicht? Obwohl, das sieht man nicht nach so einer. Oh, wenn man vergiftet, spuckt man auch Blut, glaube ich, aber nicht so. Sieht man ja nach. Hier wurde irgendwas langgeschleift. Vielleicht sind wir Metzger oder so. Ich hätte gerne Licht. Kann hier der Dunkle gehen? Ja, oh, da ist Figürchen. So, dass ich überhaupt sehe, dass ich überhaupt laufe. Ach, guck mal, ist eine Treppe. Okay. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Ja, zurück gehe ich aber nicht mehr, das kannst du vergessen. Also sind wir nicht mal in unserem Traum, sondern in einem anderen Traum? Oder wir träumen von uns selbst, dass wir träumen? Oder das jetzt eigentlich kaputt machen. Okay. Also leuchten wir immerhin ein bisschen den Weg. Aber hier war es ja nicht mehr dunkel. Ach, guck mal. Tatsächlich viele Boxen. Boxenlabyrinth, nie. Als Kind hätte ich das geliebt, aber so ganz viele Boxen, wenn man ein Labyrinth draus bastelt, eine Burg oder sowas. Shelly, ich muss dich zurücklassen, tut mir leid. Ist hier noch irgendwas? Ne. Immerhin haben wir jetzt einen Pappteller. Wir haben immer noch nichts zu essen. Ja, das ist auf jeden Fall stimmt. Vorwärts ist meist auch leichter wie rückwärts. Rückwärts stört man noch mehr. Rückwärts bringt halt auch einem nicht viel, wenn man zurückgeht. Vorwärts kommt man irgendwo vielleicht an, aber rückwärts kommt man höchstens am Anfang, aber dann kommt man trotzdem nicht weiter. Kann der sie drüber werfen? Nee, dadurch kann ich sie nicht mitnehmen. Hätte ich sie denn die Katz schieben? Sieht so aus, als wäre da was. Kann doch einfach nur Scharnier von der Tür sein. Die Fenster sehen glatt, sehen normal aus. Kann ich hier das Dunkle? Da kann ich jetzt diesmal nicht reinlaufen. Kann ich ein bisschen Licht von außen machen? Ich meine, wenn ich das hier groß genug mache, dann macht es ja groß genug viel Licht. Wenn ich das einfach plöpp hier hinstelle. Ah, guck mal. Es werde Licht. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol.
Haben wir uns gerade gedisst? Das Messer ist weg. Wir haben das Messer geklaut. Ich wollte eigentlich die Taschenlampe aufheben, nicht ausschalten. Das finde ich nicht gut, dass hier jemand ein Messer hat und das nicht ich bin. Das finde ich nicht gut. Warte mal, einen Feuermelder überhaupt? Na, mittlerweile haben wir wahrscheinlich eh ein paar übersehen. Oh nein, der größte Albtraum. Kia. Idea. Tut mir leid, falsche. Okay, wir sind in der Kantine. Was? Kantine ist gut. Kantine ist friedlich. Kann ich was bestellen? Ich hätte gern einen Burger mit Pommes. Die sind am Streichen. Ach, guck mal, deswegen alles rot. Die sind am Streichen. Das war der Rätsellösung. War gar nicht so schlimm. War nur Farbe. Alles nicht so schlimm. Wir wollten das Restaurant rot streichen aus Gründen. Weil rot so eine schöne Farbe ist für Restaurants. Kann ich irgendwo durch? Wenn ich was finde, was ich nehmen kann, kann ich da hoch. Idea. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Kann ich hier irgendwas durchgreifen? Wieso hat er eigentlich auch im Dunkeln Karotten geschnitten? Was soll denn der Blödsinn? Stromausfall. Er schneidet dann im Dunkeln Karotten. Das ist Besseres zu tun. Ah, guck mal. Wir haben Bohnen. Es ist Sonntag. Wir haben Bohnen. Das heißt aber, wir können. Ja, wir können auch durch Türen durchgehen oder so, aber das wäre ja zu einfach. Oh, wer hat mich jetzt nicht eingesperrt? Wie komme ich wieder an meine Bohnen ran? Oder finde irgendwas anderes? Das war vielleicht nicht so smart von mir. Nur die Küche. Guck mal, hier sind Paletten. Ey! Ich wollte die Bohnen! Oh, ich wollte nicht direkt rüber, ich wollte auf den Schrank. Und Telefon? Können wir jemanden rufen? Telefonjoker gerne wählen. Ich will den Weihnachtsmann anrufen. Das ist ja ein größeres Problem. Sie haben hier keine Paletten. Ich tauche welche auf. Wenn wir ganz lieb nachfragen. Okay, und wir können auf den Gabelstapler, ich meine, ich sagte, die Sackkarre. Der Jürgen hat mich einfach angespuckt. Mit Slime. Das Schild mitnehmen? Nö. Okay, wir gehen mal weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich denke, es gibt immer irgendwelche geheime Sachen, die ich nicht finde. Okay, das ist jetzt schon wieder zu komplex für mich. Das raff ich jetzt nicht so genau. Da müsste ich nachdenken, was gemeint ist. Nur Zellen! Okay, welche ist die echte? Ich weiß nicht. Hätte die mal markiert. Avocado. Es hätten noch Avocados sein können, weil ich habe sie Avocados geklont und wundern sich jetzt, mit welcher haben wir angefangen. Wir wollen keinen Klon klonen. Wenn man einen Klon klont, ist das so ähnliches wie Inzest oder ist das was anderes? Oh, es sind ja viele weg, ja.